Hallo YouTube-Freunde, willkommen zu meinem Video. Erstmal ein Gude und ein Triple Peace. Ich war wieder einkaufen. Ich habe eine lange Zeit keine Videos mehr gemacht, weil ich es einfach vergessen habe oder ich keine Zeit hatte. Wir haben jetzt 23:02 Uhr. Ich gebe es zu, ich habe schon einkaufen gewesen. Und jetzt mache ich das Video, was ich gekauft habe. Eben so, ja. So um 21:45 Uhr war ich noch mal im Edeka gewesen. Als erstes von Grünländer Würzig kann man sich gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes von Gut und Günstig Käseaufschnitt kann man sich gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes Bulgursalat kann man sich gut hinterschaufeln. 7 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes Sahnefilet-Hering kann man sich gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes Bacon Original. Der Bacon seit 1912, Alter. 1912. Das kann man sich gut hinterschaufeln. Natürlich gebraten, ne? Ist klar. Kann man auch roh essen, aber gebraten schmeckt am besten. 11 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes Ananas in Scheiben in Eigensaft. Kann man sich gut hinterschaufeln und hinterschütten, den Saft natürlich. 10 von 10 Hinterschaufeln, 10 von 10 Hinterschüttpunkte. Als nächstes Feuertopf kann man sich gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes frische Eier kann man sich gut hinterschaufeln, wenn die gekocht sind oder wenn die gebraten sind oder Rührei. Ich glaube, ich mache mir Rührei. Am Wochenende kann man sich gut hinterschaufeln. 10 von 10 Hinterschaufelpunkte. Als nächstes, du, das bist vom besten Biomilch, also Bio für Natur und dich. Haltbare Weidenmilch, 3,8% Fett, kann man sich gut hinterschütten. 9 von 10 Hinterschüttpunkte. Lasst mir einen Abonnentag, Kommentar und ein Like. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Danke, ciao.